Meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince Jordan. Heute Thema Season 4, Diablo 4. Wie viel Spaß das macht. Mein Fazit, wir sind jetzt natürlich mit zwei Charakteren auf Level 100. Da könnt ihr einiges erwarten. Schaut selbst. Ihr kennt meinen Wert. Hier wird nämlich Daddy. Wir zusammen sind heavy. Ja, meine Lieben, die Season Loot Reborn. Unser Fazit. Wir haben ein bisschen gespielt und wir schauen mal rein, was das Ganze denn so taugt. Erfindet es das Rad neu? Nein, aber es fühlt sich an wie auf Speed und dadurch hat man natürlich diese imaginäre lange Levelphase bis auf 100 natürlich ein bisschen übersprungen und fühlt sich mächtiger an, auch wenn der ein oder andere natürlich jetzt immer noch nicht so ganz zufrieden ist. Das wird auch immer so bleiben, glaube ich, bei Diablo 4 jetzt. Vielleicht wird es 5 ändern. Aber man hat natürlich ein bisschen was geändert. Unseren Superschmied mit Härtung und Aufwertung, ja, ist ganz nett. Ist natürlich auch noch vereinfacher, weniger Affixe, weniger was man überdenken muss. Jetzt können wir natürlich mit ein paar Sternchen auch sehen, wie toll das Ganze ist und sammeln Aspekte auf Lebenszeit. Denken müssen wir gar nicht mehr, das heißt, die Casual-Spieler freuen sich und stöhnen auf. Das ist natürlich leichte Kost und macht Laune. Ja, die Pit, nichts anderes als Nivalim-Portale, also Greater Rifts laufen mit Zeit. Wer hätte es gedacht? Wir wollen natürlich nicht die Diablo 3 werden, wir wollen keine Billionen Schaden zahlen, es wird ganz anderes Spielsystem werden. Am Ende ist es genau das. Und es ist aber auch irgendwie genau das, was dann wiederum ein bisschen Spaß macht. Es ist eigentlich die Diablo 3 nur in schönerer Grafik. Heldheit wurde komplett überarbeitet und macht richtig Laune, ja. Ab welcher Stufe 1 kann ich mich direkt hochballern und muss dann nicht lange rummeln. Da gibt es dann ein paar... Ja, Season-Thema, Solala. Season-Thema, ja, kann man das so nennen. Ja, es gibt Starter-Sets, nur nicht in grün. Ab und zu mal so ein Wurm, der aus der Erde kommt, wie bei Dune. Also auf jeden Fall schon mal einiges zu sehen. Im Großen und Ganzen fühlt es sich cooler, besser, schneller an und macht mehr Laune. Also es ist der richtige Weg. Ob es der richtige Weg für die Franchise ist, nein, meiner Meinung nach. Aber dazu gleich nochmal ein ausführliches Fazit mehr. Loot Reborn. Wir gehen rein. Ja, ihr Lieben, ich bin ein bisschen angepisst für mein Fazit, denn mein Ständer, also der Ständer vom Mikrofon, ist abgebrochen. Also nicht... alles gut. Nervt ein bisschen, ist gerade passiert bei der Videoaufnahme im Intro, habt ihr es noch gesehen. Das Mic ist einfach zu schwer. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich hoffe, man hört und versteht trotzdem alles super. Ja, genau. Wenn wir dann mal sind gleich. Ja, Diablo 4, ist das die Kehrtwende? Es ist definitiv die richtige Richtung. Ich muss sagen, gleich vorab, es ist das erste Mal, dass ich jetzt so richtig Bock hatte. Das erste Mal, dass ich Lust hatte, auf Level 100 zu kommen. Und auch wirklich dann noch gesagt habe, okay, ich habe Bock, Bosse zu machen. Das liegt aber an dieser heftigen Beschleunigung. Und dadurch, dass das Spiel immer mehr zum Diablo 3 wird, in Relation jetzt auch so mit diesen Greater Rifts, Pit und so weiter, man kann es ja nicht mehr leugnen. Und auch diese Starter-Sets jetzt als Belohnung von der Season und dieser ganze Aufbau, ja. Diablo stand jetzt auch noch nie wirklich für krasse, coole Seasons in aller Path of Exiles-Manier. Aber es ist definitiv schneller. Fühlt sich an wie so ein Handy-Game. Kennt ihr das? Ihr kriegt alle Sachen so zugesprudelt und dadurch habt ihr Motivation weiterzumachen, weil ihr so das Gefühl habt, okay, da kommt. Eigentlich macht ihr nichts mehr, außer immer dasselbe nach wie vor, aber es ist viel, viel besser. Was aber jetzt auch nicht schwierig ist, denn in Diablo Season 3 habe ich vielleicht 16 Minuten gespielt, effektiv. Da muss man natürlich so sagen, so ja, es ist cool für eine Woche, für die Leute, die reingrinden, vielleicht sogar auch nur ein paar Tage, lass es eine Woche sein, lass es 10 Tage sein, lass es meinetwegen auch 2 Wochen sein. Danach ist dann drauf gelutscht, das ist ja oft immer so, jetzt wenn er sagen, das ist ja bei ein Action-RPG, Second Slay, Season 9-Games, so. Nee, ist es nicht, bei einigen ballert man 1,5-2 Monate und ist immer noch und so. Aber ja, das ist halt natürlich diese Diablo-Course, es ist immer leichter, noch leichter und irgendwie schnell rein und da. Es könnte, das ist das Ding, es ist gut, es ist besser als vorher. Safe. Aber es könnte so viel mehr sein. Könnte. Und will man nicht immer hätte, wäre Fahrradkette. Darüber will man nicht sprechen, aber es könnte im wahrsten Sinne, oder es müsste mehr sein für diese Franchise, für diese Nostalgie, die die Leute damit verbinden. Das ist es nicht. Das wird auch nie sein. Auch das Add-on wird auch die Programmierung von diesem Game sein. Deswegen kommt da jetzt ja auch so viel und da, damit man es raufsetzen kann. Ich meine, letztendlich ist es ja auch schon spielbar. Und Hatred wird dann so zwischen 50 und 90 Euro kosten. Das sind dann auch wieder so Fragen.
ne, wie Monetarisierung, Shopsystem, bla bla bla, wie ist Blizzard dort, so unabhängig jetzt einfach was vom Spiel, aber wenn wir wirklich nur jetzt rein diese Season bewerten, ist das auf jeden Fall erfrischender, auf den richtigen Weg und es kann Spaß machen, aber es hat nach wie vor eigentlich immer dieselben Probleme und ich denke auch nicht, dass sich das jemals mit Diablo 4 so ändern wird, vielleicht mit Diablo 5, aber bis dahin wird es halt viele Sachen geben, wie jetzt ein Path of Exile 2, was dann eher so ein Dark Souls Elden Ring Manier mit Safe, also mit so Safe Zone sei, dass man da sterben muss, das wird, alle werden, reden jetzt immer davon, aber die checken das gar nicht und dann schreiben die so in die Kommentare und haben eigentlich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, im wahrsten Sinne. Werdet ihr ja alle sehen. Auch ist Diablo natürlich jetzt so von nach ein paar Tagen wieder bei 20.000 Zuschauern auf Twitch. Auch diese Sachen weiß man, ne? Vorher waren das 130, 150.000. Wenn eine neue Season selbst bei PU ist, dann natürlich auch weitaus mehr. Das heißt, das Interesse ist natürlich ein bisschen leider verloren gegangen. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es gut. Kann Spaß machen, es ist halt genau das, was sie nicht machen wollten. Sie haben gesagt, sie wollen kein neues Diablo 3, sie wollen keine Billionen Schadenszahlen. Was ist es? Es ist genau das. Ja. Sie wollen ein bisschen da tiefer rein und jetzt hier auch mal Crafting, Runenworte, Versprechung, Versprechung. Dann wird das so irgendwie so in der Hinterhalt gehalten, dann damit die Leute dann wieder Geld ausgeben, wieder so Begleiter, die dann Gold sammeln, damit man damit dann auch wieder echt Geld dann verlangen kann, ne? Wenn dann so ein Goblin dir hinterherläuft und dann die Sachen und die Mats einsammelt, dass du es nicht mehr machen musst, so automatisch und solche Dinge. Das wird kommen und da brauchen wir uns nichts vormachen und ja, ne? Das sind alles so Dinge, die muss man auch einfach mal so ansprechen. Und ja, viel Blabla immer, ne? So, ich glaube, das reicht jetzt auch. So habt ihr auf jeden Fall mal meinen Eindruck. Wir haben jetzt viele Stunden gespielt. Es kann ein paar Stunden Spaß machen. Wenn man es jetzt eh gekauft hat, sollte man auch immer mal vielleicht wieder reinschauen. Wenn man jetzt aber natürlich, kommt auf seine Erwartungshaltung drauf an, ist ja bei allen Spielen so, aber ich denke schon, im Großen und Ganzen hat Diablo 4 schon enttäuscht. Da sind wir nicht die Ersten, die das jetzt so sehen und so sagen. Es kann ein bisschen besser werden und es kann auch Spaß machen, aber der große Brecher wird es nicht mehr. So, das ist das Fazit. Aber zu der Season, ja, cool. Wobei auch kein richtiges Season-Thema. Also ich laufe eigentlich wieder auf derselben Map rum und ja, ich habe jetzt Andariel. Ja, wow, den One-Shot ich dann genauso wie Duriel, hat denselben Loot, ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Das Hochleveln bei dem Schmied ist halt auch eigentlich pervers. Also du kannst alles hochleveln und krank werden. Ja, bis du irgendwann 14 Millionen Damage machst, oder weiß nicht. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt mit Liebe dabei, würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich will noch ein paar geile Szenen hier mit reinballern. Und das war mein Fazit zu Season 4 Root Reborn. Ja, so eine Wahrnehmung zu so einem Fazit ist natürlich auch immer subjektiv ein bisschen. Der eine feiert es abgöttisch und da, aber aus dem Bewertungskriterium, so einfach von der Community oder selber, wenn man oft solche Spiele spielt. Also. Season 3 war total enttäuschend. Season-Thema von 2 war ganz cool mit den Vampiren. Nun gibt es da ein paar Änderungen im Loot und in dem Leveln. Das fühlt sich halt an wie so ein EP-Power-Event. Das macht natürlich Laune. Langzeitmotivation ist nach wie vor so lala bei Diablo. Da bringen auch irgendwelche Kämpfer ja stundenlanges Getorke nicht viel drumherum. Und wenn man natürlich schon so die Blume immer mal wieder sagt, so ja, wir warten diesmal aber nicht so lange auf Diablo 5, dann weißt du ja schon eigentlich, was die vorhaben. Und dann mal gucken, wie das jetzt auch mit dem Addon wird, ob man da so einen Hexendoktor à la Dschungel bekommt oder doch dann tatsächlich den Kreuzritter. Ich muss nach wie vor sagen, auch wenn sie es geändert haben und es sich schon besser anfühlt, ich finde die Itemization so generell bei Diablo einfach langweilig. Man wird überflutet mit tausenden Gegenständen, das war schon irgendwie immer so, aber nichts steht für nichts außer die Über-Uniques und irgendwie dieses rein, also diese Aspekte dann auch auf Lebenszeit zu haben und überall drauf zu machen, da muss man halt wirklich gar nichts mehr können und da. Und ich mag es einfach, es muss nicht immer so deep sein wie PoE, ja, nicht falsch verstehen, es muss nicht so sein. Und es gibt jetzt ein bisschen mehr, aber es ist halt auch einfach Hardcore OP. Es ist halt der leichte Markt und die schnelle Kost und so spielt sich's auch und da kann man auf jeden Fall ein paar Stunden Bock und Spaß haben. Aber um jetzt richtig zu sagen, ich verfalle in diesen Grind. Ich habe jetzt richtig diese Dopaminausschüttung und da kommen jetzt richtig die geilen Gegenstände, wie ich dieses Gefühl jetzt bei dem D2 hatte, wenn da ein Stein auf Jordan oder irgendwie sowas gedroppt ist oder eine B-Rune, das kommt hier einfach nicht rüber. So, da fehlt einfach zu viel. Das gibt mir auch nicht eine Harlequin-Maske. Es braucht jetzt auch keiner reinschreiben. Das ist alles so. Ja, naja. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Das ausführliche Fazit habt ihr ja bereits gesehen.
Ja, ich sehe es heute mal ganz anders, mal ohne Greenscreen und so. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Das war auf jeden Fall mein Fazit zu Diablo 4, zu der neuen Season, zu den Entwicklungen. Bleibt auf jeden Fall gerne mit Liebe dabei. Wir haben natürlich auch immer noch ein Giveaway laufen bei uns live auf Twitch. Schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Ja, es muss noch gedreht werden, ihr seht es schon. Aber ihr könnt es trotzdem erkennen.